Hey, hallo Leute, hier ist euer Marc von HeadGameMap und willkommen zu meinem lang ersehnten PC-Video. Ich möchte euch heute etwas über die Gaming-Leistung aufklären und euch ein wenig was vom Inneren zeigen, also seid dabei, viel Spaß. Sobald wir ins Gehäuse gucken, sticht uns sofort die übergroße Grafikkarte ins Auge. Dies ist nämlich eine Nvidia GeForce GTX 980 aus dem Hause von Inno3D. Weiter oben zu entdecken, die große Wasserkühlung aus dem Hause Fractal Design, welche mit drei großen Lüftern für kühles Wasser und einen kühlen Prozessor sorgt. Der Prozessor sollte auch gut gekühlt werden, denn es handelt sich hierbei um einen Intel Core i7-5820K mit 6 Kernen. Erweitert mit Hyperthreading-Technologie hat dieser Prozessor also 12 Kerne, die nötige Leistung erbringen. Abgerundet wird das Ganze dann noch von 16 GB DDR4 RAM von G-Skill, verwaltet von einem Asus X99A Mainboard. So, das war's jetzt fürs Erste vom Hardware-Gebrödel. Ihr habt hier nochmal einen Überblick über meine ganzen verbauten Komponenten. Doch wie schlägt sich die Hardware im Einsatz bei ihrer Haupttätigkeit, dem Gaming? Das finden wir wie folgt heraus. Ich habe mir eher grafisch anspruchsvollere Spiele genommen und die FPS dabei ermittelt. Zu diesen Testspielen gehören Far Cry 4, Battlefield 4 und COD Black Ops 3. CSGO betrachte ich hier mal nicht, da dies auch mit einer Kartoffel einigermaßen gut spielbar ist. Psst, Minecraft mit Shader läuft auch auf 100 FPS. Man muss ja auch mal was für seine Minecraft-Kiddies tun, oder? Kommen wir also nun zum ersten Spiel, Battlefield 4. Ja, ich weiß, es ist nicht mehr das neueste Spiel, hat aber trotzdem eine sehr gute Grafik und ist auch relativ anspruchsvoll. Außerdem bin ich leider kein fauler YouTuber, der mit seinem Faulrumsitzen über 10.000 Euro im Monat macht. Deswegen kann ich mir da leider kein besseres Spiel leisten. Hui! Sorry. Deswegen muss Battlefield 4 erstmal genügen. Gehen wir also in-game und gucken direkt auf die FPS-Anzeige. Ja genau, ihr erkennt das richtig. Zumindest unter meinen Tests ist die FPS noch nie unter 90 Bildern pro Sekunde gesunken. Das sorgt natürlich für einen extrem flüssigen Spielablauf und ist auch bei 144 Hertz Monitoren extrem gerne anzusehen. Battlefield 4 ist also mehr als genug spielbar mit meinem PC. Nebenbei sei auch noch erwähnt, dass ein paar FPS während der Aufnahme natürlich flöten gehen können, weil der Prozessor etwas mehr ausgelastet ist. Das dürfte aber hier kein Problem sein. By the way, streamen ist auch ganz einfach möglich, da 12 Kerne die benötigte Encodierleistung doch auf sich unterteilen. Ergo, es bleibt mehr Leistung fürs Spiel. Kommen wir nun also zum zweiten Spiel, Far Cry 4. Far Cry 4 ist zwar auch schon etwas älter, hat aber auch sehr hohe Grafikanforderungen. Wie man oben links an der FPS erkennen kann, hält sich Far Cry 4 wacker bei ca. 70 bis 100 FPS. Auch noch sehr gut spielbar, wie ich finde. Zum Vergleich, ich konnte auf meinem alten PC, auch mit einer 89, nur mit einem schlechteren Prozessor, noch nicht mal auf Ultra spielen. Dieses Problem habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Zu guter Letzt habe ich mich dann an Black Ops 3 gewagt. Auch das lief, wie zu erwarten, sehr gut. Die Einstellungen sind natürlich wie immer auf Extra bzw. auf dem höchsten Grad. Oben rechts könnt ihr jetzt also sehen, dass die FPS meistens so zwischen 100 bis 130 FPS beträgt. Die Performance mag von Map zu Map immer wechseln, aber ich hatte jetzt keine Lust, alle Maps durchzuspielen und zu testen. Zusammenfassend kann ich Folgendes sagen. Ich bin mit der Gaming-Leistung meines neuen PCs extrem zufrieden. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, boah, das sind aber wenige FPS. Ja gut, das ist auch schwer, wenn man immer mehr als 60 FPS hat. Bei dem Prozessor bin ich mir noch etwas unstimmig. Meine Renderzeiten haben sich nicht so dramatisch verkürzt, wie ich anfangs gedacht habe. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden. Vielleicht ist das einfach nur auch Klagen auf hohem Niveau. Ein 1080p Video mit 50 FPS rendert beispielsweise 15 Minuten lang, bei einer Videolänge von 15 Minuten. Generell kann man also sagen, ich rendere die Videos, die ich bearbeite, jetzt in Echtzeit raus. Was meiner Meinung nach für einen 12-Kern-Prozessor, der bei 4 GHz läuft, immer noch ein bisschen lang ist. Wie steht ihr dazu? Schreibt es mir am besten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses PC-Video gefallen. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, als ich in meine Videos sonst tue. Und ich hoffe, das hat man gemerkt. Zeigt es mir doch einfach mit einem netten Kommentar. Falls nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play-Video. Viel Spaß, euer Marc von HeadGameLP.